So, willkommen zurück im Spiel 2 zwischen Rice Gaming und Northern Lions in der ESL ThinkFast Razer League, dem Finale der kompletten Liga. Und es geht um 5 Razer Mäuse beziehungsweise oder 5 Razer Mauspads. Und nachdem Northern Lions im letzten Game doch ziemlich übel von Rice Gaming mit einer Pocket Strat mit Huskar auf die Nase bekommen haben, bin ich gespannt, ob sie jetzt hier zurückfinden. Und oder ob sie, ja, ob sie irgendwie doch ihren Spielstil wieder durchbekommen. Hat letztes Mal irgendwie gesehen, dass es ja doch sehr, sehr stark aufs Spielziel zurücklief. Northern Lions kam eigentlich ziemlich gut mit dem Lineup zurecht, aber nicht mit dem gegnerischen Lineup. Und wurden davon ziemlich auseinandergenommen. Nachher mal schauen, ob Northern Lions hier im Draft halt irgendwie Rice Gaming ihren Spielstil aufzwingen können. Oder ob Rice Gaming weiterhin ihr Spiel durchziehen können. Wir sind gespannt. Aber immerhin diesmal kein Slugbun. Ja, Void Bun. Nur noch Viper. Ist erstmal drin. Aber Northern Lions picken den Imba Magi. Und vielleicht werden hier Rice Gaming diesmal mit Centaur und Skywrath Mage loslegen. Was durchaus hier eine Möglichkeit wäre. Ah, dauert noch ein bisschen. Mal schauen, ob Rice Gaming hier noch irgendwie andere Pocket Strats auf dem Buckel haben. Oder ob sie quasi ein normales Dota-Match TM mit Northern Lions spielen wollen. Mal gespannt. Skywrath Mage Tidehunter wird die Kombo sein. Mal schauen, ob Northern Lions hier mit dem Centaur geht. Als wir spielen jetzt das, was ihr eben gespielt habt. Kann durchaus vorkommen. Aber Rice Gaming wollen hier definitiv mehr auf Teamfight kommen. Wo doch eigentlich Centaur auch nicht gar nicht so schlecht wäre. Tja, ich rechne mit dem Centaur, aber es kann auch eine Viper sein, die auch noch drin ist und auch noch ziemlich stark wäre. Es scheint ein bisschen Magical Damage rauszukommen, von daher könnte hier eine Viper mit einer frühen Pipe auch durchaus noch eine Möglichkeit sein. Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Na, es ist erstmal ein Jakiro. Wieder diese beiden Heroes, die im letzten Spiel ziemlich gut funktioniert hatten. Klar, klar, klar. Und von Northern Lions erstmal noch keine Cores gezeigt, aber so ziemlich das Support-Duo schon vorgestellt haben. Viper wird jetzt auch gebannt. Irgendwelche Charades mit Lycan und Slark und sowas sind auch raus. Und ich glaube, Tidehunter ist erstmal nichts, wo Rice Gaming wieder eine Aggressive Train pullen könnte. Denn Tidehunter ist erstmal auf den anderen Lanes, glaube ich, zu defensiv. Und Centaur ist der letzte Bann, ja. Somit kein Skywrath Mage Centaur, weil Tidehunter eben schon da ist, klar. Schauen wir hier vielleicht mit Sand King oder, weiß ich nicht, Witch Doctor oder. Oder so noch einen zweiten Supporter picken. Oder vielleicht sogar mit Rubik. Aber eigentlich braucht er mehr größere Ultis da, um gut zu sein. Mal gespannt. Ansonsten, Tidehunter ist ziemlich gut auf seiner Lane. Skywrath Mage halt kann gut Harrison, ähnlich wie Jakiro. Und bringt zumindest mehr für Solo-Pickoffs und Disables raus. Und ja, Ravage plus Mystical Flare wäre hier durchaus drin. Aber
Ja, mit dem Earthshaker ist es halt wesentlich einfacher, doch Pickoffs zu bekommen. Fissure und Enchant Totem könnten hier genug Zeit für die Mystical Flayer bringen, um komplett durchzukommen. Und das Set von Northern Lions ist halt viel Disable, aber sie brauchen halt zum einen Initiation und zum anderen halt noch ein bisschen Damage da rein. Simple Assassin bringt jetzt den Damage und eventuell auch den Slow, um den Ogre ranzukommen zu lassen und der Jakiro, der dann finishen kann. Aber da es Northern Lions ist, könnte es auch hier sehr gut sein, dass es ein Jakiro offlane wird. Was halt so quasi ihre Pocket Strat ist. Die Frage ist, Earthshaker Skywrath Mage, das ist eigentlich prädestiniert, um Jakiro offline zu stellen. Naja, habe ich so ein bisschen Bedenken für Rice Gaming. Bräuchte auf jeden Fall jetzt einen Carry, der halt auch gegen Jakiro offline durchaus mithalten kann. Ich könnte mir hier tatsächlich einen Juggernaut vorstellen. Gegen Jakiro. Auch gegen TA gar nicht mal so schlecht und gegen den ganzen Magical Damage auch von Northern Lions gut. Die Frage ist halt, ob genug Teamfight für Tidehunter dabei ist und so. Wäre auf der Lane halt relativ gut, aber ansonsten halt gerade nicht so der perfekteste Hero. Außerdem mit der Healing Ward eigentlich besser im Push und davon haben natürlich Rice Gaming noch relativ wenig Optionen. Northern Lions haben hingegen mit dem Jakiro guten Push. Mit der Templar Assassin haben sie gut Minus Armor für Roshan. Und ich kann mir hier ziemlich gut vorstellen, dass hier eine Vengeful Spirit für Northern Lions noch hinzukommt. Das wäre so der Hero, den ich für Northern Lions jetzt erwarten würde. Zusammen mit einem Carry, der durchaus was machen kann. Ich könnte mir hier einen Slada vorstellen. Ich glaube nämlich, dieses Lineup habe ich schon mal gesehen von Northern Lions. Silencer. Das könnte für Vengeful Spirit und so doch relativ übel werden. Aber ich glaube, es könnte immer noch funktionieren. Wir müssen halt nur den Silencer finden und killen. Aber es ist halt ein Lineup, was relativ darauf ausgelegt ist, Leute zu initiaten und zu poppen. Jakiro mit Old Scepter und dann Ice Path drunter. Und der Punkt ist, ja, wenn sie dann Global Silence mit rausziehen können und dann nicht direkt hören können, das ist halt auch schon Win von Northern Lions, haben wir da nicht viel Cooldown drauf. Und Rice Gaming hat halt ein Lineup, was richtig groß auf Cooldowns ist, nämlich Ravage und Global Silence. Das könnte nicht so gut funktionieren, deshalb spielen das Northern Lions auch. Vengeful Spirit als vierter Pick und ein, ja, ein Slada hier als letzter Pick, wenn er nicht gebannt wird, wenn Rice Gaming das nicht mal irgendwo gesehen haben. Müssen sie sich jetzt überlegen. Ist halt jetzt die Frage, ob sie halt schon mal geguckt haben. Sieht eher nicht danach aus. Aber sonst hätten sie ihn schon gebannt. Oder was sie so erwarten, was hier der Pick ist. Ansonsten ist das halt ein Slada als Northern Lion Strategy. Jakiro kriegt dann relativ frühes Oils und kann dann mit Ice Path schön initiaten. Slada blinkt halt rein, stompt und dann ist der Hero schon fast tot. Außerdem Slada Venge oder Slada TA können halt auch alleine ziemlich gut Roshan machen. Ich bin gar nicht sicher, ob TA im letzten Mal beim Slada-Lineup dabei ist. Könnte durchaus sein, dass der Slada geskippt wird. Weil sie schon genug Minus Armor haben. Aber ich kann mich eigentlich, glaube ich, daran erinnern, dass es ein Slada hier wird. Bin mir ziemlich sicher. Rice Gaming fehlt hier noch die Mitte bzw. der Carry. Mal schauen, ob es ein Silencer Mitte wird. Könnte gegen TA eigentlich ziemlich gut funktionieren. Oder ob hier noch sowas wie eine Windowmancer in der Mitte gepickt wird. Und ja, Northern Lions Band erstmal was Carry und oder mitgehen könnte. Und mal schauen, was die letzte Selection sein wird.
Tja, Venomancer ist halt auch wieder so ein Pick, ja. Konter gegen TA. Venomancer Mitte, Silencer Carry. Die Frage wird halt aber auch einfach sein, ja, er passt ein bisschen in die Teamfight-Lineup, aber das Problem am Venomancer ist es so ein bisschen, dass er, glaube ich, nicht in das Lineup reinpasst. Gut gegen TA. Aber eventuell haben wir Northern Lions hier in den Pick hier drauf gezwungen. Mal gespannt, ob das leider kommt. Ob sie hier vielleicht nicht doch was anderes picken wollen. Das wird wieder ein Blink-Hero. Aber bisher haben sie davon niemanden. Von daher rechne ich irgendwie schon mit dem Slider. Na, ein bisschen Reserve Time haben sie noch. Vielleicht warten sie bis 0-1 ab. Müssen nochmal die Lanes besprechen. Na, auf Klo gehen, muss man halt so zu tun hat. Und es ist ein Weaver tatsächlich, na gut. Doch nichts anderes. Hat jetzt einen Slider erwartet, aber gut. So. Dann schauen wir mal. Mit einem Weaver könnte er auch Solo gehen und sie könnten aggressive gehen, aber ich glaube, es sieht so aus. Sixnet auf dem Jakiro wird das Ganze wohl auf der Solo-Lane machen. Könnten das durchaus als Dual-Lane mit Ogre noch spielen, aber ich glaube, sie vertrauen da Sixnet genug, dass er die Offlane alleine hinbekommt und dann haben wir Ingman, Evasion und Nymph auf der Safe-Lane und Phantom XP in der Mitte auf der TA. Crash Dota nimmt mal wieder die Offlane, diesmal auf dem Tidehunter, der ja eine mittelmäßige Zeit gegen diese Supports haben wird, weil er hauptsächlich auf Anchor Smash relied und das wird halt hier nicht so wirklich effektiv sein. Einfach weil die ziemlich viel Fernkampf und solchen Harass haben. Und Trees übernimmt die Mitte auf dem Venomancer, der natürlich eine relativ okaye Zeit hat gegen die TA, aber in Sachen Last Hit natürlich auch schon ein bisschen abfällt, bis er dann Level 3 Wards hat, die den Damage machen. Gut. Und, ja, Thormann, STN und Ecke sind hier auf der normalen Tri-Lane. Keine Spielrenzin diesmal, außer vielleicht diesen Offlane-Jakiro, den man aber von Northern Lions durchaus kennt. So. Hätte hier durchaus die Haste-Runde bekommen können. Oh, die Knight sieht noch nicht mehr. Hätte ich jetzt erwartet. Aber naja. Ogre Magic kriegt die Bounty-Rune. Jakiro hätte sie durchaus bekommen können. War sich aber hier nicht unsicher, obwohl er halt eigentlich die Vision hatte. Aber gut. Frühe Rotation. Frühes Warding. Wird auch vom Ward wahrscheinlich gesehen, dass der Ward weg ist, wenn er rotiert. Wird einfach ein bisschen ranfliegen. Und Damage machen. Aber das Damage ist natürlich erstmal nicht so ganz relevant, weil das einfach eine Refraction abpoppt, es sei denn, man macht die Refraction schnell wieder weg. So, Jakiro findet hier einen Earthshaker gleich, oder Earthshaker findet ihn. Aber Sixnet sieht jetzt hier, dass Scareth Mage zurückkommt, die Lane ist richtig weit hinten. Und Jakiro hat tatsächlich noch einen Punkt an Erfahrung bekommen. Aber STN ist jetzt hier vielleicht ein bisschen falschen Weg gegangen, ups. Ja, und kriegt einiges an Damage. Hohoho. Da sieht man halt, warum der auf der Offlane so gut funktioniert. Crash kriegt hier ein bisschen Harris. Wird ja auch ein bisschen geklappt vom Ogre. Hits traden tut der Ogre natürlich gerne, weil er eingebaute Tangos hat. Hauptsache, er hält ihn halt aus der XP-Range raus. Ja, der Ward scheint wohl auch dewarded zu sein vom Tidehunter schon. Hat keinen mehr hier. Und Ingman Farm. Wie gut sieht der Farm aus? Genauso wie vom Silencer, also ziemlich gut. Bei Viva teilweise halt manchmal ein Problem, dass es halt nicht so gut funktioniert mit dem Farm. Aber ja. Rotations kommen für die Rune. Und Jakiro kommt ein bisschen früher, weil er halt auch den Earthshaker dort sieht. Aber will tatsächlich da nicht reingehen. Denn so ein Venomancer, der Slow könnte jetzt mich nur umbringen, wenn er geslowt würde. Ansonsten kann er natürlich One-on-One mit jedem Helden gehen. Aber
Muss er doch hier aufpassen, dass er nicht eingesperrt wird. Das wäre doch ein ziemlich schneller Kill. Und immer noch Level 1, Jakiros läuft nicht so gut, wie sie erwartet haben. Denn Jakiro braucht die Levels. Die Supports kriegen zwar auch sehr wenig, aber Skyrath Mage hat auch schon Level 2. Und kriegt damit halt auch mehr HP, was nicht so gut ist. Und ja, fast ohne Pullen kriegen sie komplett die Lane zurück und ja, Sixnet kann hier nichts tun, was richtig böse ist. Immerhin hat er diese Worte, dass Earthshaker nicht von hinten angehen kann, aber das ist eine relativ schlechte Offlane, die hier läuft. Bei Crush sieht das halt ähnlich aus, als die Lichtblick für Northern Lions und auch für Rise Gaming. Da scheint Crush hier halt einfach nicht zu bekommen, kriegt aber jetzt wahrscheinlich sein Level 2 durch diese Kills. Na, vielleicht noch nicht ganz. Immerhin, aber Vengeful Spirit kriegt hier ein bisschen Farm. Aber TP muss rauskommen und schafft er tatsächlich noch rauszukommen. Kein Stun mehr da. Schöner Lock. Aber auch richtig schönes TP raus von Sixnet, der immerhin sein Level 2 hier bekommen hat. Die Wards stehen schon gegen Phantom XP, Level 2 Wards. Also ein 2-2-Build hier. Somit gehen die doch relativ schnell noch down, aber machen natürlich auch ziemlich guten Damage hier. Der Tendener versucht sich hier irgendwie ein bisschen Erfahrung abzusneaken, ist immer noch Level 1. Aber es scheint nicht so ganz offensichtlich erfolgreich zu sein gegen den Ogre, aber jetzt ist er in Range. Kriegt die eventuell die beiden, ja, kriegt die beiden. Und wird hier Level 2? Nein, immer noch nicht ganz. Krankenschell wäre halt ziemlich cool gegen den Ogre. Jedoch einiges Harris rausfährt, aber soll wohl nicht sein. Versucht jetzt unten die Runde zu bekommen. Nope, ist nicht. Supports protecten auch diese. Und Ogre ist wieder da, um hier zu klappen. Doch relativ defensiv der Ogre hier. Und jetzt Level 2 für den Tidehunter. Hero, die Lane ist jetzt ein bisschen näher an ihm dran. Wird man sehen. Aber gesmoked Rotation hier. Das. Ja, Phantom XP ist low, aber nicht so low. Hat aber auch eine Haste-Rune. Dives kommen, aber nicht erfolgreich. Smoke wird noch ausreichen, um zu Jakiro zu kommen. Ja, mal schauen, ob er das hier kommen sieht. Kann er eigentlich nicht kommen sehen. Die Rotation ist halt da, aber da kommt der Stun und ah, dahinter. Bisschen zu knapp hinten. Damage kommt noch raus. Könnte eventuell noch reichen. Last Word poppt und ah, 100 Damage noch. Ja, aber Rotation jetzt in der Mitte von Evasion. Poison Nova ist draußen. Trifft doch ganz gut, aber Stun ist draußen und der Damage von Phantom XP zerreißt den First Blood nach 5 Minuten in der Mitte. Hat doch ein bisschen gedauert. Und schöne Rotation hier von Evasion, dass er da den Kill holt. Curious ist ein bisschen low durch den Sicherheit nicht sicher, würde nicht unbedingt nicht so gerne eine Lane runter. Hat einen Lasted, würde gerne mehr haben. Oh, und Tidehunter geht hier durch Ignite. Und ein Fireblast. Dann down Midas für Ingman, der Top of the Bottom Farm ist. Und auch PAs gewinnt ihre Lane ziemlich stark. Ist halt immer low, wird gepusht, aber auch der Tower ist für 5 Minuten. Und Level 3 Wards tatsächlich doch ein bisschen hoch, würde ich jetzt mal sagen. Aber bisher ist die Wall halt auch weiter hinten, um nicht auf den Tower den Akku zu ziehen. Ja. Ogre merkt jetzt, okay, da wird gepult. Hat aber auch kein Wort, um das Ganze zu verhindern. Ja, Level 6 für Weaver, der jetzt erstmal weiter okay ist. Und da ist die PA wieder da. Jakiro hat sich kurz in Level 3 abgeholt, hat jetzt auch die Tranquil Boots, um halt ein bisschen mehr Sustain auf dieser Lane zu haben. Rotations werden halt auch beide von den Supports kommen. Von daher, Earthshaker hofft hier auf eine Lucky Fische. Aber und die Reflection hält halt absolut nicht lange. Versucht jetzt sich ein Go zu machen. Sollte aber aufpassen, dass hier ein Earthshaker ist. Und den sieht er leider noch nicht. Mal schauen, ob sie hier turnen können. Ein schöner Silence, aber war sowieso nichts da. Und jetzt kann er melden. Aber wird wohl nicht nötig ist wohl nicht nötig. Bitter für Rise Gaming, die jedoch zwei Rotations draufgeworfen haben. Und ja, Jakiro alleine gegen Silence ist halt auch immer so eine Sache. Besonders wenn er halt Glaives maxt. Aber kann hier mal in den meisten Harris aushalten. Denn, ja.
Der Damage von Jakiro wird doch... wird doch viel. Trifft ihr auf Jakiro, auf Earthshaker, aber... ist natürlich das Problem, die... die Angle ist da nicht da, um ihn einzusperren. Die Wards werden immer mehr. Phantom XP hatte einige Probleme, die... die ganzen Dinger zu cleanen. Ist halt auch schwierig. Und er verliert richtig viel Damage dadurch. Und so langsam beginnt der Tower ein bisschen Damage zu ziehen. Aber Ing Matrice ist hier ziemlich weit voran. Aber Jakiro ist sich ja nicht sicher, ob er hin will. Wäre auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, von hinten ranzulaufen. Und besonders wenn Phantom XP langsam low wird, sollte da rangehen, ja. Rotation kommt jetzt. Ice Path. So, sollte hier treffen, aber sie entscheiden sich, ist zu weit hinten. Phantom XP ist zu low, einfach um da ranzugehen. Poison Nova würde das halt einen easy Kill besorgen. Und daher eher defensiv. Immerhin haben sie ihn von Tower runtergebracht, aber Hälfte an Damage ist vom Tower schon drauf. Die Hälfte des Lebens ist down. Ja, gegen Venomancer ist es halt eine Frage der Zeit, bis der Tower fällt. Je weiter das Northern Lions herauszögern können, desto besser für sie. Scaryth Mage ist jetzt hier allein auf der Bottomlane, versucht ein bisschen Space zu bekommen. Muss aber hier richtig aufpassen. Als dann sollte ziemlich schnell sein Schicksal besiegeln. Snakesnet kriegt jetzt hier ein paar Level, aber Double Damage Rune auch für Venomancer. Versucht jetzt hier den Tower Down zu bekommen. Wird hier reinkommitten. Noch auf der Top Lane. Ist Silencer ein bisschen Damage am machen. Dennoch, der erste Tower fällt für Northern Lions. Die hier das als erstes mit Double Damage Rune. Ah, Deny von Templar Assassin. Damage ist jetzt hier draußen. Matrice wird down gehen. Die Frage ist, was passiert noch mit dem Ulti? Und da muss TA richtig doll von dem Wards weglaufen. Gale ist halt auch drauf, aber 13 Stick Charges. Sollte okay sein, aber Earthshaker wird hier gefunden. Venge und Ogre haben doch alleine schon guten Damage. Ja, Fire Blast. Und den Damage, ja, 350 jeweils. Sie siegeln auch das Schicksal eines doch eher tankigeren Earthshakers sehr, sehr schnell. 4:1 für Northern Lions. Aber halt auch. Der Farm vom Silence ist jetzt ein bisschen besser geworden. Midas wird er wahrscheinlich gehen, ja. Wird Midas gehen, einfach für Weaver, weil das geht. Networth sieht aber trotzdem für Weaver doch eher positiv aus. So, versuchen hier zu dewarden, den Ward. Aber die Frage ist, kommen sie hier rechtzeitig? Ja, scheint so. Weaver haut noch ein paar Hits raus, aber mehr ist da nicht drin. Aber jetzt, die nächste Rotation wird hier diven. Aber ups, sollte vielleicht nicht diven, denn er hat keinen Mana mehr für seinen Timelapse. Aber divet hier schnell. Die Rotations kommen rein, aber Weaver läuft nach links. Wird es passen. Finde hier einen Earthshaker. Hier würde gerne ein bisschen mehr Mana haben. Aber auch so können sie einfach auf den Earthshaker solo holen. Ogre Magi wird hier alleine gefangen, aber das Problem ist natürlich, dass der Weaver halt auch von hinten einfach ziemlich viel Damage da reinhaut. Dennoch muss er sich jetzt zurückziehen. Atsukuchi ist damit fein. Kommt von hinten jetzt hier raus. Gale ist drauf. Und pumpt noch ein bisschen weiter. Allerdings Gale, ja. Sollte Damage nicht reichen, nein. Spätestens jetzt hat er wieder Tsukuchi. Und ist weg. 5:2. Haben sie doch noch einen Kill auf dem Ogre bekommen. Nicht so ganz wichtige Kills, aber immerhin besser als nichts. Bottomlane wird jetzt die Action gemacht. Middle Tower ist halt down, dementsprechend geht es jetzt auf dem Bottom Tower weiter. Wo Venomancer halt relativ einfach ein Damage machen kann. Außerdem Weaver ist halt ist doch relativ gut da, um die Wards auszubringen, aber man kann ihn halt mit dem Wards auch doch ganz gut beim Farmen stören. Auf dem Top Lane wurde allerdings jetzt der Earthshaker gefunden. Ich würde sagen, sie holen sich dann Tower, aber finden sogar noch einen Earthshaker dabei. Relativ praktisch. Und haben sogar den Bottom Tower aufgegeben. Einfach weil das halt relativ schwierig ist, mit Geminate Attack da durchzukommen. Treads jetzt auch auf Weaver, ist ein bisschen tankiger geworden. Und ein bisschen mehr Attack Speed. Warum nicht?
und holt sich hier einige Last Hits. Networth nach dem Tower ist jetzt auch so, dass die beiden Cores von Northern Lions weiter vorne sind. Generell sind Northern Lions vorne, aber nicht zu weit. Wir gucken uns mal die Graphen an. Haben noch kurz Zeit. 5000 Networth und 5000 XP. Die Networth sind aber hauptsächlich wegen dem Tower-Unterschied von einem. Und dann ist es mit 3000 Networth-Unterschied nach 13 Minuten nicht mehr so viel. Weaver guckt mal, ob er ein bisschen was am Tidehunter angreifen kann, aber mit spätestens diesem Anchor Smash ist da nichts mehr machen. Midas wäre vielleicht hier eine Möglichkeit zum Umdrehen. Aber läuft hier den ganzen Weg zurück. Aber Wedge for Spirit mit einer Medaillen und einer TA sorgt natürlich für einen relativ einfachen Rohschaden, der mit minus 17 Armor ziemlich schnell down geht und eine. Na gut. Eine Aegis an die TA gibt. Nicht an den Weaver. Weaver guckt mal vorbei, aber nope, da sind ein bisschen viele. Lass es mal machen. Sentry Ward, oh, ist ganz knapp an dem Observer Ward hier dran. Dachte schon, ist zwar knapp. Ups, da sollte sich der Kurier vielleicht aufpassen, dass er da nicht durch die Wards fährt. Aber ja, auf dem Kurier kommt die Lincolns. Nee. Ist auf dem Weg zum Oils. Und ist schon fast fertig sogar. Noch 500 Gold bis zum Oils. Und das ist ein weiterer Schritt, der es eben halt auch ermöglicht, richtig gut zu initiieren. Damit haben sie quasi auch erst die Initiation. Aber erstmal wieder ein bisschen passiv, wenn jetzt wahrscheinlich Mitte gehen. Dementsprechend hat sich Venomancer dort eingebunkert, auf die Mitte zu gehen. Slow ist draußen. Wahrscheinlich wartet hier Evasion so ein bisschen auf den Swap. Wäre durch eine gute Möglichkeit, aber er hofft auch einfach nur den Venomancer zu beschäftigen. Dass der Rest des Teams einfach mal den Bottom Tower ohne diese pesky Win Awards holen kann. Und es scheint zu funktionieren, aber Wraparound vom Venomancer hier, der inmitten allen drin die Gale landen wird. Das ist böse, aber der Tower ist schon down, jetzt ist Venomancer natürlich allein, das ist halt ein bisschen bitter. Und vielleicht nicht so gut. Venomancer kommt hier rein, findet den Weaver, aber das ist halt der schlechteste Hero, um da jetzt wirklich die Venogale draufzulegen. Denn er ist jetzt ziemlich schnell wieder weg. Aber lief besser, als ich erwartet hätte von Ryze. Da hat der Veno Glück gehabt, dass ihm nichts Schlimmeres passiert ist. Und das hier ist Bloodstone? Nee. Casual Voidstone. Und ein Agas oder was? Okay. Der 600 wird jetzt wahrscheinlich ein Problem haben. Und wird hier tatsächlich gestunt. Könnte aber hier vielleicht gedenied werden. Nein. Oga sorgt erstmal dafür, dass hier der Venomancer down geht. Muss allerdings gucken, dass er hier vielleicht nicht. Okay. Nevermind, fällt hier. Vielleicht nicht den Mystic Flare bekommt, aber nicht nötig. Jakiro gegen Venomancer und Oga. Also, insgesamt. Es ist nicht das, was sie halt erwartet hätten. Nicht so gut. Aber es ist immerhin, haben sie den Venomancer noch bekommen. Denn Jakiro hat sein Oils fertig. Das ist erstmal alles, was er braucht. Und auch der letzte Tower fällt jetzt hier. TA. Ja, fast der letzte. In der Mitte steht da noch TA 1. Aber ja, prinzipiell haben halt Northern Lions kein Interesse daran, wirklich so in Ryze Gaming reinzufighten. Deshalb erstmal Split pushen. Und da Venomancer meistens in der Mitte steht, ist da halt erstmal kein wirkliches Durchkommen für. England wirfte bald seine Lincolns fertig haben. Ist hier gegen eine Fischer relativ gut. Gegen Silence ist halt auch vom Skyrath Mage sehr praktisch. Aber es kann auch relativ schnell wieder gebrochen werden. Durch Arcane Bolts und sowas. Und auch durch einen Concussive Shot. So, Defense kommt. Minimancer ist da, Ravage ist vorhanden. Na, dann kannst du ja hier losgehen. Wird aber hier gescoutet. Und ja, Northern Lions wird das erstmal ein bisschen defensiv machen. Weaver ist auch da, um von hinten reinzukommen. Findet hier einen Silencer. Silencer findet Weaver, aber nope. Erstmal nichts. Northern Lions sind halt auch im Networth, wie ihr hier seht, ziemlich weit voraus. Also, dass sich Ryze halt auch nicht so sicher ist, da reinzugehen. Wir wollen auf jeden Fall die Möglichkeit haben zu punishen. Aber ein 5 gegen 5 Teamfight sind sie sich wohl auch nicht so ganz sicher.
Aber smoken. Wollen es jetzt forcen. Das Overextenden. Die Overextenden von so einem Ogre Major. Aber nee. Too late. Gale wird versucht wahrscheinlich. Ja, aber off-target. Erstes Slow kommt. Aber trotzdem, Matrice wird jetzt direkt gestunt. Global Silence muss jetzt benutzt werden. Es ist bitter. Defensiver Global Silence. Die Gale trifft auf 2. Das ist schon besser. Ja, wird hier down gehen vom Silencer. Und immerhin kriegen sie einen, aber Global Silence und Veno-Ulti wurde dafür benutzt. Und die Aegis hält noch ein bisschen. Wird auch nicht mehr so viel, eine Minute noch. Naja, habe ich jetzt das Gefühl, dass Northern Lions hier so ziemlich schnell die Mitte pushen werden. Die Frage ist halt nur, ob sie da hinkommen mit den ganzen Veno-Wards. Weaver ist noch hier. Wird noch... findet hier einen Silencer. Aber gegen einen Earthshaker muss es nicht sein. Generell scheint es nicht so, als ob Northern Lions hier die Aegis nutzen können. Ja, ist auch schon ausgetimt. So viel zu einer Minute, ja. Liest den Timer richtig. 0 Minuten. Lincolns ist jetzt fertig. Und wird natürlich benutzt, um einen Last Word zu triggern. Stack Farming ist toll mit Venomancer. Wird auch direkt mal hier gemacht. Ein bisschen was vorauszubekommen. Aber jetzt kommt die Initiation auf den Silencer. Das ist ein bitteres Target hier. Wenn sie den down bekommen könnten als Carry. Aber es sieht nicht so danach aus. Ignite ist halt auch draußen, aber... Erster Damage. Oh, der zweite Damage. Oh, Geminate Attack. Sorgt für den Kill hier. Schön auch noch, dass irgendwie der Multicast vom Ignite noch irgendwie durchkam. Ich glaube, es war der Multicast und gerade so den Damage gehabt. Richtig knapp. Ich weiß nicht, was da geprockt hat. Was da die Linkens geprockt hat. Aber vielleicht habe ich zu kurz geguckt mit den 2 Sekunden Arcane Bolt, aber... Ja. In der Mitte ist jetzt ein Venomancer ziemlich alleine, der von hinten angegangen wird und ja, ziemlich tot ist. Aber Ravage wäre Möglichkeit. Die Frage ist, ob sie das defensiv benutzen wollen. Ravage wird tatsächlich jetzt benutzt, aber BKB aktiviert von Templar Assassin. Und prinzipiell bringt es nichts. Evasion wird jetzt hier als Vengeful Spirit fallen als Casualty. Aber 3 zu 1 straight hier. Triple Kill für Phantom XP. Alle ein bisschen im Gift gecoated, aber nicht so wichtig. Holen sich jetzt wahrscheinlich hier in die T2 Tower, obwohl die Wave noch richtig weit weg ist. Ja. Wird wohl erstmal nichts davon kommen. Wir müssen erstmal noch ein paar Creeps abholen. Vielleicht noch ein bisschen Damage auf den T1 machen. Dadurch ausnutzen, dass hier keine Veno-Wards stehen. Dass Global Silence raus ist. Dass eine Double Damage auf Temple Assassin ist. Ja, gibt Schlimmeres. Und dann können sie einen Go machen. Der T1-3 Tower kriegt einiges in Damage. Und mit Liquid Fire und so können sie halt da ziemlich gut Pressure machen, werden aber jetzt wahrscheinlich zurückgehen, ja. Es ist ein bisschen viel, Tower wird auch denied werden. Kein Fußbreit. Erlaubt natürlich für Backdoor vom Weaver, aber ansonsten natürlich wahrscheinlich bessere Möglichkeit. Sind relativ weit hinten, 10.000 Net Worth, XP nicht so viel, aber hat auch 7.500. Einiges ein Unterschied und Rice sind hier wirklich in der Bedrängnis. Die Cores sind richtig gefarmt, können halt einfach durchgehen. Und mit dem BKB von... Mit dem BKB der TA ist halt da wirklich nicht viel, was sie da machen können. Haben halt nichts, was durch BKB durchgeht. Prinzipiell wird das direkt nach dem Global Silence aktiviert. Und... Tja. Tower ist weg, der letzte. Roshan wird halt auch direkt gesehen. Ist ein kurzer Roshan, noch eine Minute bis zu Roshan. Mal schauen, ob sie hier warten oder ob sie versuchen, irgendwas zu pressuren. Sind sie auch Highground, können halt immer mal wieder so einen Liquid Fire auf den Tower werfen. Ein bisschen Fizzle Damage. Ecke kriegt so einen leichten Ice Path, um zu zeigen, dass hier eine Ward ist. Weil ist ja praktisch. Dann weiß man, dass da eine Ward ist. Hätten vielleicht Northern Lines ein bisschen besser machen können. Anstatt quasi den Old Shit zu benutzen und ihnen zu sagen, dass da eine Ward ist. Was Tricky Hero mit dem Ice Path getan hat. Aber ja, Level 11 für Jakiro, noch kein Level 2 Makropire. Blinkt der allerdings jetzt auf Tidehunter. Was durchaus die Ravages ein bisschen besser machen könnten, sodass da vielleicht die TA nicht rausblinken könnte. Was schon ein ziemlich cooler Win wäre. So, aber ja.
Makropaya, Knocklong, kurzer Cooldown, Roshan ist jetzt auch wieder da? Nee. Hä? Hat gepinkt. Achso, nee, Quatsch, das war vom Titan da gepinkt. Aber ja, genau zu der Zeit, wo er gepinkt hat, ist Roshan auch wiedergekommen. Guter Game Sense. Und das wird erstmal ein Roshan von Northern Lines. Die Frage ist, ob Rise Gaming das contesten können. Beziehungsweise das irgendwie so machen können, dass sie da nicht vollkommen blind in irgendwas reinlaufen und von Northern Lines geambusht werden. Und da muss halt ein Smoke kommen. Jetzt haben sie gerade einen Smoke dabei. Ja, Westchecker hat einen Smoke. Müssen aber hier die Waves clearen. Waves sind gecleared. Smoken sie oder smoken sie nicht? Es scheint so ein Zeit am Smoke auszusehen, aber zu spät. Roshan stirbt. Diesmal ist auch Weaver fett genug. Hat einen Desolator schon. Da sie jetzt natürlich viel gegen Tower sind und viel gegen Rex sind, lohnt sich natürlich so ein Deso besonders, wenn die TA Can baut. Die jetzt wohl direkt auf AC geht. Oh, und schon fast komplett zu Ende hat. Uiuiui. Und ja, fast komplett zu Ende. Tja, sieht schlecht fürs Rise Gaming fürs zweite Spiel. Und es sieht so aus, als ob hier Northern Lions ein 1:1 machen können. Aber noch ist nicht alles vorbei, noch müssen sie erstmal Highground gehen. Gegen Milliarden Plague Wards. Und einem Aghanims Vedomancer. Also doch nur ein Casual Voidstone, der ihm erlaubt hat, einfach die Wards zu spammen. Und zwar auch komplett so zu spammen, dass er absolut keinen Mana dafür verliert. Denn realistisch wird er die Wards jedes Mal benutzen, der Venomancer, wenn sie auf Cooldown sind. Tja, Northern Lions versuchen jetzt, oder für Northern Lions gilt es jetzt irgendwo ein Fenster zu finden, wo sie reinkommen. Ist halt die Frage, wo sie das finden, ob sie das finden. Smoke ist jetzt erstmal hier von Venomancer gebrochen, defensiver Smoke da drin. Muss zurückblinken, der Titanter. Und vielleicht ist jetzt die Möglichkeit, zwei Plague Wards, drei Plague Wards stehen, um sie da reinzugehen. Aber sie sind sich immer noch nicht so ganz sicher, ob sie da rein wollen. Tja, jetzt aber Gale of Templar Assassin. Vielleicht wollen sie da committen. Nein, ist schon wieder zu weit weg. Und eventuell ist das die Chance, da reinzugehen. Sieht aber auch nicht danach aus. Rise Gaming sind hin und zurück und hin und her und hin und her. Davon, aber es scheint zu funktionieren. Schöne Fischer, die das Ganze erstmal wieder blockt. Ward dewarded. Tja, die Frage ist, machen sie Damage? In der Mitte sieht das nicht so aus und Ravage direkt auf Phantom XP, die gepoppt wird, bevor sie ihr BKB aktivieren kann. Mega Killstreak für Templar Assassin down. Und jetzt müssen natürlich Northern Lions rein und gucken, dass sie da irgendwas bekommen. Für diesen Kill. Tja, Ingman ist drin. Wird hier versuchen, down reinzugehen, aber ist gesilenced und wird erstmal die Aegis benutzen. Und bisher scheint es nicht so, als ob sie irgendwas Relevantes davon bekommen haben. Anchor Smash ist auch perfekt on target. Und dann wird es wohl bei einem Pick-Off für die TA bleiben. Kein Damage wurde gemacht. Versucht ein bisschen was zu tun. Gale liegt mal wieder hier auf Weaver. Gale ist Poison Nova draußen, wird nicht gedodged von einer Timelapse. Weaver könnte hier ein Problem bekommen. Und besonders mit, oh Gott, mit diesem Timelapse ist das nichts gewesen. Und nicht mal Ecke fällt hier. 4:0 der Trade. Okay, doch 4:1 jetzt im Endeffekt durch die Creeps. Katastrophal. Oh ja, sie haben... hat sogar noch eine Mystic Flare rausgezogen. Haben keine Interruption. 4:1 von Northern Lions. Katastrophaler Fight. Nicht so gut. Alles benutzt hier auf der Sith von Rice und relativ wenig benutzt von Northern Lions, weil sie irgendwie nicht ready waren. Ja, vielleicht eher mehr Split pushen. Oder irgendwie doch eine Teamfight hinbekommen. Auf jeden Fall, das war nicht so gut und das war mit Aegis. Und quasi 5:1. Eieiei. Aber jetzt die Initiation finden sie hier auf den Venomancer. Das könnte hier durchaus ein Kill werden. Sieht danach aus von Templar Assassin, die einfach mit BKB anmacht und durchgeht. Muss nicht mal ihre Double Damage Rune aktivieren. Dann geht das.
Roshan dauert noch ein bisschen. Maximal 4 Minuten bis zur Potential Spawn Time. Force Death für Tidehunter. Was da jetzt wohl, habe ich gehört, Usus ist. Um noch ein bisschen näher, ein bisschen größere Initiation Reichweite zu haben. Und weiter Split pushen. Und da ist natürlich direkt die Templar Assassin mit einer Double Damage Rune, die einiges in Damage auf die Rex macht, auch mit einer, mit einem AC. Aber trotzdem zurückziehen muss, besonders weil sie kein B hat. Defensive Swap wird sichergestellt, damit hier nichts passiert. Tidehunter jetzt wieder Ravage. Und Jakiro versucht das Ganze zu split pushen. BKB ist noch 20 Sekunden auf Cooldown, vielleicht sollten sie darauf eigentlich noch warten, aber die Rex soll erstmal fallen. Jakiro ist jetzt hier High Ground. Macht ein bisschen Druck mit den BKBs, ist ja alles kein Problem. Und jetzt werden hier Rice Gaming so ein bisschen split pushed. Ravage wird tatsächlich hier benutzt, um hier reinzugehen. 5 Sekunden auf BKB. Oh, das ist bitter, aber Force der vom Ogre Mage. Also sichert hier das Leben von der Fate XP. Richtig schön gemacht. Das wäre ein ziemlich eindeutiger Kill gewesen. Schöner Force-Death, schöner Force-Death. E-Blade jetzt für den Silencer, okay. Und ja, oh, schöne Fissure. Die hier verhindert, dass sie wieder rauskommen, aber es sieht nicht so danach aus, als ob sie hier rauskommen wollen. Sondern sie wollen erstmal die Rex haben, ohne Rücksicht auf Verluste, Multicast, Ignite, Nexter, Triple Multicast. Poison Nova auf alle, allerdings richtig gut. Haben wir die Rex bekommen, müssen unbedingt abhauen. Bam! Das ist ein Long-Range E-Blade. Aber mehr werden sie wahrscheinlich nicht bekommen. Jakiro versucht hier noch ein bisschen Damage zu machen, aber ein bisschen kriegen wir den Tower. Whoops. Da hat wohl jemand mit einer Fissure berechnet, die nicht kommen sollte. Und hier wird auch noch Crush Dota gebattelt mit dem Ogre Magi. Aber beide haben Force Deaths und beide haben Tankiness, von daher passiert hier gar nichts. Schöner Fight von Northern Lions. Haben wir die Ravage geforced und haben nichts dadurch verloren und sind damit natürlich direkt reingegangen und haben den Kill genommen. Ja, SDN hat sich gedacht so, wait a minute. Hier ist ein Weaver in mir. Vielleicht nichts, was ich unbedingt haben will. Aber ja, erste Rex down. Konstanter Push auf der Top-Lane. Und jetzt wird's die Bottom-Lane, die da gepressured wird. Makopaya sorgt dafür, dass da nicht so viele Creeps durchkommen. Und im Endeffekt kann jetzt Northern Lions auf Roshan warten. Eine Minute Potential Spawn-Time, wenn sie wahrscheinlich drauf warten. Und es hier ein bisschen langsamer angehen. Late Game ist natürlich, Rice Gaming hat immer noch so ein Potenzial. Double Ravage, Double Silence, Double Poison Nova. Oder wobei Double Poison Nova nicht unbedingt. Aber auch mit dem Veil rein und so. Das ist nicht so dolle hier. Will man eigentlich nicht. Von daher weiß ich nicht, wie late sie gehen wollen. Aber besonders Skyrith Mage nimmt halt ab. Und beim Ogre, ja, Ogre nimmt nicht wirklich ab. Jakiro noch etwas länger nicht, Venge for Spirit wird noch stärker. Und ja, TA Weaver sind halt auch nicht zu unterschätzen. Besonders mit BKB hat halt Rice Gaming im Late Game nichts mehr. Von daher, Venge for Spirit Illu ist da, aber ansonsten passiert erstmal nichts. Und siehst du, dass es ob Rice Gaming das halt ein bisschen langsamer angehen. Außer halt Weaver, der mal guckt, wie viel Damage er vor Support macht. Die Antwort ist viel. Und anscheinend wollen sie doch ein bisschen was forcen. Chip Damage auf die Range Tracks. Ohne Regeneration natürlich immer nicht so tolle. Den nächsten Ward am High Ground gefunden. Tja, hin und her und hin und her. Kameraführung ist schwierig. Venom Assassin macht oben ein bisschen Druck auf der Top Lane, aber das könnte genau, das ist der Q für die Initiation. Schöner Ravage Dodge hier von dem Ding. Aber Global Silence ist jetzt draußen. Ogre Magi wird vom Echo Slam umgebracht im Endeffekt noch. Und Ingman muss sich jetzt hier zurückziehen. Aber kann auch jetzt Damage auf Tidehunter machen, der einiges down geht. Im Hintergrund, Phantom XP kommt hier rein. Jakiro holt sich den Kill auf den Tidehunter. Poison Nova ist drauf. Temple Assassin muss jetzt ein bisschen zurückziehen. Ja, meldet und wartet auf Supports. Und die kommen in Gestalt eines Jakiro und eines Weaver, der den Damage hier bringt. Und einiges an Damage bringt. Aber ob es reicht? Erstmal reicht es das in Sachen Weaver, der Sokuchi wieder hat. Aber geht hier auch noch down. Killings, Briefe, Ecke.
der die Killing Spree vom Weaver unterbricht. Und auch einiges an Geld bekommen hat, somit. Ja, ein bisschen hin und her getradet. 4 zu 2 für Northern Lions. 8000 XP Change und 3000, knapp 4000 Gold Change. Da geht's doch ein bisschen weiter runter. Und wenn sie dafür keine Racks für bekommen, sind die Fights vielleicht doch nicht so das, was eigentlich. Was Northern Lions hier haben wollen. Noch ein bisschen können sie das machen, sind auch weit voraus, aber vielleicht ist das nicht die richtige Art, das Spiel zu gewinnen. Vielleicht sollten sie vielleicht doch eher den Weaver machen und langsam Split pushen und sich eben nicht für so eine Ravage da treffen lassen. Aber Roshan ist jetzt auch da, von daher können sie das mit dem Roshan vielleicht nochmal versuchen, dann sieht das Ganze natürlich ganz anders aus mit dem Weaver mit 19.000 Net Worth. Ist so ein Hard, ist relativ gut gefarmt. 1500 Gold, das heißt, Buyback ist nach dem Roshan auch vorhanden. Tja. Aber Rise Gaming wissen es natürlich. Und gehen halt erstmal zu Roshan gucken, ob da vielleicht jemand da ist. Und wie Sie sehen, sind alle da. Tidehunter ist halt auch schön, farmt ein bisschen die Engines. 23 Sekunden für die Ravage, die Sie halt eigentlich gerne erwarten müssen wollen. Vielleicht haben sie sich Phantom XP aufgeschrieben, finden aber jetzt hier natürlich auch den Tidehunter. Aber es ist halt nur Phantom XP, der drin ist, von daher ist es halt erstmal so okay. Und Cheese ist tatsächlich an Bord. Phantom XP kriegt auch noch einen Cheese, was auf der Templar Assassin gar nicht mal so schlecht ist. Und jetzt versuchen sie natürlich Kills zu bekommen. Und Blink Forwards, schönes E-Blade, das ihn davor mehr rettet. Und auch schöne Four-Steps, die ihn retten. BKB down, 15 Sekunden auf Cooldown. 5 Sekunden BKB. Aber, whoops, Weaver, da wolltest du eigentlich nicht drin sein. Und dieses Mal ist Phantom XP, der halt doch auf die Rex will, aber nein, hat sich doch dagegen entschieden. Aber dafür ist es Ingman halt wieder, der hier Highground gehen könnte, aber nein, auch da stehen Wards. Kein Reinkommen, aber jetzt haben sie leider den Hatter gefunden. Aber Four Steps sind wieder was, was sie aus dem Icepath rauszieht. Bossdevs zahlen sich richtig aus hier. Und ja, Rise Gaming verteidigen richtig, richtig gut. Muss man schon sagen. Und jetzt kommen die Necros raus, okay. Wenn es nicht anders geht, dann geht es eben jetzt so. Necro Gaming, außerdem Ingman, der auf die Rex schießt. Und hier schnell weggeht. Bottom Range Rex sind down. Ein bisschen Damage ist hier auf dem Weaver. Ravage wird benutzt, um den Weaver schnell down zu bringen. Und auch Ogre Major fällt. Ventral Spirit ist da. Global Silence wird benutzt. Evasion fällt somit auch noch. Weaver ist mittendrin, könnte hier down gehen. Aber Timeless gerade so rechtzeitig. Auf seiner Seite, wir haben den Jakiro, der Matrice beschäftigt und den Mittel Tower Raums bekommt. Allerdings, ja, fällt Weaver, kann doch gerade noch so mein Silence benutzen. 3 zu 0 der Trade für einen Tower und eine Range Rex. Das ist nicht so toll. Als einziger ist es Sixnet hier auf dem Jerk Hero. Ja, der man den Veno quasi rausgehalten hat. Aber so langsam zeigt sich, Teamfight-mäßig ist Rice da richtig hoch. Und es zeigt sich natürlich auch, wir brauchen unbedingt das BKB. Bottomlane pusht ein bisschen, aber nicht genug. Und dann, tja, für Northern Lions läuft es ein bisschen, im Endeffekt läuft die Zeit irgendwie für sie dann, aber den Zeitpunkt, wo sie richtig weit voraus waren, haben sie jetzt erstmal, ist jetzt erstmal vorbei für sie. Akiro ist hier ziemlich gefährlich. Aber wird kein Go drauf gemacht, erstmal. Erstmal in die Mitte geguckt. Vielleicht finden sie eine Vengeful Spirit. Aber die ist halt auch sehr, sehr defensiv. Andererseits ist hier ein Tidehunter, der hier gechased wird. Und ein schöner Blink nach unten. Und das, ja, sieht nicht so aus, als ob sie ihn gefunden hat. Nein. Schön gemacht, allerdings ist der Ogre da ein bisschen alleine. Kein Force Death. Muss hier auf jeden Fall aufpassen. Denn da könnte der Go kommen. Na, Ogre Major? AFK.
Das war komisch. Weaver auf der anderen Seite oben auf der Top-Lane holt einen Venomancer, aber. Aber. Ogre Magi Buyback, okay. Versuchen hier unbedingt diesen Push durchzubekommen, wenn Venomancer down ist. Wir rechnen damit, dass er keinen Buyback hat und tatsächlich, er hat keinen Buyback. Guter Game Sense, beziehungsweise. Keine Ahnung, auf Items geguckt oder so. Und das wird entscheidend hier sein. Kein Refresher, aber Ravage ist da. Global Silence ist auch vorhanden. Ah ja, immer noch kein Argus. Und Kurier gefunden, ups. Dafür lohnt es sich, das auch zu machen. Ravage ist jetzt draußen, Global Silence gleichzeitig genutzt worden. Und, whoopsala. Da sind einige down, kann hier noch gerade so Sukuchi anwenden. Aber ich glaube, das sieht nicht danach aus, als ob er das überlebt, denn Blink ist da für einen Earthshaker. Und Fischer, nein, falsche Richtung. Weaver kommt gerade so noch weg. Eventuell ist halt die Frage, ob er hier wirklich wegkommt. Jojiro kann jetzt blinken, kommt weg. Aber Weaver, ja, kommt noch rechtzeitig weg. Knappe Sache, kauft sich jetzt auch das BKB, hat das eingesehen. Und Reengage. Finde ich hier einen Tormann. Aber, schöner Steph, aber auch Weaver ist sich nicht ganz sicher, ob sie da wirklich rein wollen. Haben nämlich keine Vision. Aber irgendwie scheinen auf Rice Gaming hier nicht so wirklich zurückkommen zu wollen. Und damit wird Tormann hier sterben. Nicht so schlimm. Oh, nicht so gut. Wow, Jakiro wird dann im Endeffekt auch noch fallen vom Titan da hier. Und jetzt ist es Silencer, der down ist und kein Buyback hat. Quatsch, nein, das ist ein Kurier. Hat Buyback. Buyback-Status ist da. Von daher BKB von Jakiro vielleicht ein bisschen voreilig. Aber ja, sie sind auf dem Timer. Müssen jetzt irgendwas tun. Roshan könnte in 2 Minuten wieder spawnen. Aber gute Vision von Rice Gaming. Und sie kriegen halt immer ein paar Pickoffs, aber verlieren auch einige Helden dabei. Und kriegen halt auch nichts gemacht irgendwie. Ja, schönes Eingesperrten. Sollte jetzt vielleicht timelapsen. Aber BKB an. Es wird auf die Rex committed. Aber Glyphe ist da. Somit erstmal noch nichts passiert hier. Und jetzt wird einfach auf die nächste Rex gegangen, oder was? Nein. Bisschen rumgejuked. Ups. Zu weit gejuked für meine Kamera. Und Sixnet scheint das Ganze auch zu überleben. Puh, doch relativ knapp. Wird hier von der Urne hochgehalten. Wie viele Uhren sind noch da? Eine Urne. Aber mit Tranquil Woods sollte das okay sein. Somit Half Damage. Und mit dem nächsten BKB sollte die Melee-Rex hier fallen. Ist halt die Frage, was sie dagegen tun können. Ravage ist aber bald wieder da. Und der Rest ist schon bald wieder vorhanden. Bis natürlich auf Poison Nova. 15 Sekunden noch. Also auch fast wieder da. Ei, ei, ei. Rice Gaming sind bereit. Und sind bereit, dieses Spiel hier weiter rauszuzögern. Refresher jetzt auf Titan. Double Ravage. Wenn Weaver da nicht rechtzeitig sein BKB anmacht, dann ist es ziemlich schnell vorbei. Ja, mal gespannt, wie sie das machen. Aber sie wollen wohl noch nicht reingehen. Yay ist nicht da. Hat auch einen Cheese. Wird wahrscheinlich gleich den nächsten Cheese holen. Und whoops, schneller Blink raus von Jakiro. Und eventuell ist es die Chance für Weaver da reinzugehen? Nein. Versucht hier Toplane den Venomancer zu holen. Aber nicht möglich, außerdem mit Ghost da ein bisschen schwierig. Fischer ist jetzt da, alle sind wieder zurück, Rice Gaming ist wieder da. Jakiro macht weiterhin sein Split-Push-Ding. Necros gepoppt. Und weiterhin Druck. Müssen jetzt defenden. Bin auf der anderen Seite rein, aber Northern Lions wollen doch nicht rein. Vielleicht waren die Necros da ein bisschen voreilig. Und Roshan, langer Roshan, 3 Minuten. Und ich glaube, Northern Lions werden darauf warten. Scheint so ein bisschen. Wollen wir ein bisschen so aushungern? Klar, kriegen halt eigentlich weniger Mega. Also kriegen weniger Gold wegen den Mega Creeps. Geht auch ein bisschen weiter hier wieder hoch. Aber generell haben Rice Gaming das richtig schön so runtergezogen. Auch in den ganzen Teamfights. Die ja nicht so toll für Northern Lights liefen. Ja, Weaver farmt weiter.
nach dem BKB. Mal schauen, was da danach gehen wird. Hat ja noch ein bisschen Platz. Und ja, Northern Lions warten auf den Roshan. Einiges an Damage, was hier rauskommt, aber Poisonova hat tatsächlich nicht getroffen. Okay. Bitter, aber hey. 45 Sekunden. Nicht so wichtig. Roshan in 1,45. Northern Lions müssen nicht mehr so lange warten. Ich glaube, da werden wir einen Teamfight sehen. Und spätestens halt danach. Medirex hat sich wieder komplett hochgeheilt von Hälfte HP. Somit der ursprüngliche BKB-Charge, was Viva da drauf geworfen hat, umsonst gewesen. 9 Sekunden noch, reicht noch vollkommen aus, aber müssen da halt mehr committen. Range Tracks sieht schon schlechter aus, aber auch Range Tracks sind hier nicht mehr viel. Kein Gem, sondern Wards. Na gut. Kein Gem auf Bar, doch Earthshake hat ein Gem. Wichtiges Item gegen Weaver natürlich. Kann ja nicht die komplette Base volllasten. Außerdem sind sie bislang die Teamfights relativ gut im Gewinn. Daher können sie sich ein Gem schon leisten. Roshan in einer Minute. So lange müssen wir noch aushalten. Ein langes Spiel, ein langes Spiel. Und Rice Gaming sind aber gut dabei, lassen keine Möglichkeit hier offen zu Split pushen und halten sich hier sehr gut im Spiel. Itemweise, Ogre Magi wird wohl seine Agas wohl nicht bekommen. Mensch für Spirit hat immerhin die Auren, aber ist ansonsten halt auch relativ pur. Können halt auch nicht allein auf der Lane sein, von daher haben sie hier relativ wenig Farm. Ein bisschen weiterhin zurücksehen. Jetzt ist Roshan spawnen muss bald. Und zack, da ist er. Ping, ping, ping. Roshan ist da. Nochmal die Lanes rauspushen und dann ab zu Roshan. Beziehungsweise auch alleine eigentlich. Evasion könnte das mit Phantom XP und Ingman zusammen eigentlich auch alleine machen. Ach du Scheiße, ja. Können sie. So, mit Ingman wird hier Midas verkauft, wird hier die Aegis holen. Nein, holt sich tatsächlich ein Cheese. Okay. Und die Momentanteilung geht auf Ogre Major. What the fuck? Okay. Ich glaube, das ist ein Fehler. Zwei Cheeses hätten durchaus hier auf Phantom XP auf der TA gepasst. Aber gut. Das Team um Tormann rum ist weiterhin auf einem Haufen und hin und her und hin und her. Und Northern Lions machen weiter Druck. Die Frage ist jetzt, ob sie mit der Aegis weiter mehr machen, aber Daedalus. Komplettes Daedalus. Auf TA, das könnte durchaus Möglichkeiten werden, aber ups, das ist jetzt hier. Ah, okay. Force Staff zurück. Das schon Titan, da ist da sehr weit vorne. Aber so. Jetzt könnten wir eventuell was sehen. Aber wunderschöne Fissure hier. Die es verhindert, dass hier irgendjemand Highground geht. Britzel und die erste Ravage und ich glaube, es ist draußen, aber BKB gezündet. Nächste Ravage umsonst. Beide sollte BKB gemacht. Und auch Ogre ist direkt wieder da mit dem BKB. Dual Icebath, wunderschön gemacht. Makopaya ist da. Der erste Venge for Spirit wird geburstet vom Dingens. Aber die nächsten Buybacks kommen raus. Drei sind gefallen, vier sind gefallen. Tormann wird hier wieder sterben. Und das war ein Dieback. Und ich glaube, das sieht hier relativ gewonnen aus. GG von Crush Dota nach 46 Minuten aushalten. Eieiei. Langes, langes Spiel. Ja. Da hat Rice Gaming Northern Lions keinen Fußbreit gegeben. Und haben durchgehalten, bis es dann irgendwann vom Draft her einfach nicht mehr weiterging, weil sie gegen BKBs keine Antworten hatten. Eieieiei, hoffentlich wird das letzte Spiel nicht so weit. 1-1 in der ESL Thinkfast Razor League zwischen Northern Lions und Rice Gaming. Stay tuned für Spiel 3.